herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Maraja von Maraja Loves Paper. Ich habe euch heute ein Throwback-Video mitgebracht. Und zwar kennt ihr diese freundliche Dame hier noch. Möglicherweise, wenn ihr meine Videos geschaut habt. Falls nicht, guckt mal rein. Ich hoffe, ich denke dran, das Video, wo ich das hier leer vorgestellt habe, einmal zu verlinken. Da habe ich mir auch ein bisschen erklärt, wie ich was gemacht habe. Und heute... Ihr habt es gehört, ein Throwback-Video. Und weswegen das? Ich habe das Ding heute in der Hand gehabt und das ist wirklich ein Stück, was ich ständig benutze. So, und da dachte ich mir, einmal Erinnerung an, wann habe ich denn das gemacht und wofür eigentlich? Und dann einfach zu gucken, wie benutze ich es denn wirklich? Und benutze ich es? Ja, den Teil habt ihr schon gehört, natürlich benutze ich das. Deswegen möchte ich euch ganz gerne mal zeigen, wie ich das benutze. Und vielleicht auch Gedanken teilen, wie ich jetzt eigentlich was anders gemacht hätte im Nachhinein betrachtet. Also, steigen wir mal rein in die Materie. Ihr seht es nicht, aber mein Schreibtisch ist ziemlich wuselig rechts und links von diesem Bild. Weil ich nämlich eigentlich schon die nächsten Videos in den Startlöchern habe, aber das musste ich jetzt hier einfach drehen. Es fällt mir hier auf die Füße, in die Hände und deswegen behellige ich euch jetzt damit. Am späten Abend. Wir haben einen Samstag, es ist recht spät und ich war hier ganz kreativ am Wuseln. Dieses Video wird natürlich viel später erst rauskommen, als ich das gedreht habe, weil ich die ja mal irgendwie time. Ja, steigen wir mal ein. Das hier ist ja mein Workbook. Oh Gott, mal gucken, ob ihr das von oben sehen könnt, ob das Ding fokussiert. Also ihr seht, es ist gefüllt. Workbook, meins. Das andere kann ich euch nicht zeigen, das habe ich nämlich verschenkt. So, Gott, oh Gott, das passt gar nicht richtig aufs Bild. Ich guck mal eben, ob ich jetzt die Kamera vielleicht noch ein bisschen höher kriege. Komm, Schatz, ein bisschen höher darfst du. Ja, gucken wir mal. So. Geht sogar noch ein bisschen, oder? Gott, oh Gott, jetzt kriegt ihr das ganze Gewackel hier mit. Ist ja gar nicht. Aber jetzt seht ihr doch das Chaos rechts und links von meinem Bildausschnitt. Naja, Hauptsache ihr seht das Workbook als solches, ne? So, ich glaube, damit können wir arbeiten. Ein bisschen hochschieben noch, dass ihr die Dekoration auch seht. Schwupps. Also, ihr seht, es ist prall gefüllt. Von diesem prall gefüllten werde ich jetzt mal ein Blättlein nehmen und mir schon mal zur Seite legen, da ich nämlich noch etwas... Bei einem Projekt fehlt mir noch was und genau das hier. So, und da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Ich habe hier Kleinigkeiten und Vintage-Sachen reingepackt. Vintage und noch so ein bisschen mystisch. Diese kleinen Ordner hier, ich nehme es jetzt nicht alles raus, das könnt ihr voll vergessen. Diese kleinen Pockets, hier habe ich prall gefüllt. Also hier habe ich so ein bisschen mystische Sachen, so... Night Sky und ein bisschen Marmor und alles, was so ein bisschen ins Düstere geht. Und ansonsten habe ich wild durch die Bank hier Vintage-Teile drin. Alles Mögliche an Kram von Tags und teilweise habe ich sie aus Happy Mails bekommen. Also hier sind der ein oder andere, der mir vielleicht ein Happy Mail geschickt hat, wird hier seine Sachen drin finden. Wenn es ein Vintage-Happy Mail war, ist das gut möglich, dass hier einfach die Sachen direkt drin gelandet sind. Weil ich nämlich hier auch, ich rutsche es mal so ein bisschen aus dem Bild. Jetzt kann ich selber nicht mehr meine Kamera gucken, ist ein bisschen doof. Egal. Hier, das ist dick und prall gefüllt. Auch diese Seite rutsche jetzt mal so ein bisschen in den Fokus. Auch diese Seite habe ich hier prall gefüllt mit Sachen, die ich aus... Das sollte ich nicht falsch rum. Da muss ich doch glatt mal mit mir selber meckern, dass diese Sachen hier falsch rum sind. Gibt's doch gar nicht. Die gehören ja wohl so rum rein. Die habe ich nämlich aus einer Happy Mail, die wunderschön war. Nur, ich habe natürlich die Kleinigkeiten rausgenommen, um sie zu benutzen. Genau, und hier finden wir alles Mögliche an, ja, an Vintage-Material. Kleine und größere Zettelchen. Hier die größeren haben wir hier oben. Teilweise auch wirklich so ein bisschen, ja, shabby, rosa, irgendwas. Ihr seht, diese beiden Seiten sind schon mal super gut genutzt. In der Mitte habe ich
Bin ich überhaupt vom Bildausschnitt? Gucke ich gerade mal. Hey, bin ich ja gar nicht. Das ist ja schön. Dann fange ich hier oben an. Hier habe ich so kleine Holzteilchen reingepackt. Und Knöpfe. Yippie. Ganz viele Knöpfe. So, und da habe ich hier, ich mache jetzt hier nicht jede einzelne Dose auf, aber ihr seht, dadurch, dass ich, wenn ich das zuklappe, ihr seht, dass diese beiden Seiten hier, die klappen vor die Kästchen, kann ich das auch so auf den Kopf stellen, ohne dass mir irgendwie die Kästchen aufgehen. Habe ich schon ganz schlau angestellt, habe ich mir so überlegt. Ja, das heißt, die Dinger sind verschlossen. Allerdings fällt hier schon was aus einem Umschlag raus. Jetzt muss ich immer ein bisschen logistisch, ohne meine Maus hier großartig wegzubeamen. Mal aufklappen. Aufklappe, ne? Hier habe ich einen Schmetterling, der ist hier irgendwo rausgepurzelt, weil auch diese Taschen hier sind prall gefüllt. Der ist hier rausgepurzelt. Guck mal einer, schau. Hier habe ich nämlich Holzschmetterlinge und weitere Holzblümchen, die nicht mehr in diese kleinen Kästchen gepasst haben. Ich habe nämlich tatsächlich einiges, was hier irgendwie ein Holzteilchen unterwegs ist. Diese Teile hier habe ich. Hier gibt es so kleine Klebepunkte, die sind mehrfach benutzbar. Das sind die, mit denen teilweise die Werbemails zugeklebt sind. Oder wo so zum Beispiel so Kärtchen und sowas draufgeklebt sind, die man einfach so dann wieder abziehen kann beim Kreuzworträtsel oder ähnliches. Genauso hier. Das heißt, ich habe hier erstmal draufgeklebt, was drin ist. Und falls was anderes einzieht, pflücke ich den Schmetterling. Jetzt haben wir draufgeklebt, einfach wieder ab. Hier ist mein Gewusel an Schmetterlingen. Zack. Und wieder eingesperrt, die Schmetterlinge. So, und hier habe ich ganz viele Herzen und Sterne. Herzen und Sterne wohnen an dieser Stelle. Mal wieder ein bisschen platt machen. Also hier passt richtig was rein. Und trotzdem kann man es noch wunderbar ins Regal stellen. Von den Umschlägen hier habe ich noch nicht alle in Benutzung. Ich habe hier ganz viele kleine Vintage-Zettelchen, sag ich mal, oder Seiten. Hier genauso aus dem Traveler-Block habe ich hier einfach mal so reingepackt, weil die nicht mehr auf die anderen Seiten gepasst haben. Hier super viele kleine Travelers. Da fällt mir gerade ein, dass ich damit ein Happy Mail auch noch ein bisschen verschönern könnte. Nun gut, machen wir erstmal hier zu Ende. Ja, hier habe ich so kleine Abschnitte reingepackt, die man auch immer mal gebrauchen kann. Die sind jetzt nicht nur durchgehend Vintage, die sind einfach ja ein bisschen Vintage und ein bisschen nicht. So, die anderen Umschläge, ich muss gerade mal fühlen. Die anderen Umschläge sind noch leer. Leer? Ja, du bist leer. Da wird mit der Zeit was einziehen. Also ich muss auch sagen, ich bin immer mal wieder hier am Umräumen, weil mir teilweise Sachen einfach mehr Platz einnehmen, als ich den ursprünglich mal gegönnt habe. Und dann muss ich hier so ein bisschen ein paar Sachen ändern. So, ich gucke mir den Bildausschnitt mal an. Supi, die volle Seite klappen wir um. Hauen dabei mein Happy Mail Zettelchen runter. Auch hier. Hier hätten wir wieder so ein paar Sachen. Schöne Blätter. Da habe ich jetzt gerade noch keins oben auf die Seite geklebt, fällt mir gerade auf. Und sie knicken auch ein wenig, das gefällt mir nicht so gut. Na gut, das werde ich jetzt nicht ändern hier vor laufender Kamera. Das kann man im Nachhinein mal machen. Und hier habe ich ein paar Blumen. Da muss ich mal sagen, diese knalligen Farben sind nicht so meins. Ich hoffe, dass ich irgendwo einen richtig coolen Verwendungszweck habe, um sie mal richtig schön anzubringen. Weil an sich sind die Teile total hübsch. Ich nochmal Sternchen. Nur der Verwendungszweck lässt gerade noch auf sich warten. Hier, ihr seht ja auch diese Seite. Dort habe ich ja so Rückseiten von Verpackungen drin, die ich mal irgendwann sinnvoll nutzen will. Die sind in einer Stempelverpackung und die sehen auch eigentlich ziemlich geil aus, oder? Mal ehrlich. Schön dunkel. Wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, was hätte ich besser oder anders gemacht? Also ich muss sagen, dass ich hier diese Seite anders gemacht hätte, auch wenn ich Faust sehr gerne mag. Oder Goethe an sich. Das hier ist noch so ein bisschen
Ich weiß immer nicht, was packe ich da richtig rein. Also das habe ich jetzt vorgestern erst reingeräumt. Diese Rückseiten hier. Aber so hundertprozentig happy bin ich damit jetzt gerade noch nicht. Ehrlich gestanden. Ansonsten gefällt mir sehr gut, dass ich es hier oben überstehen kann. Und ich stelle es auch in mein Regal, dass man die Vorderseite sieht. Das heißt, im Endeffekt müsste ich es eigentlich so rum hinstellen. Dann wäre hier die Wand. Gefällt mir nicht. Ich stelle es so rum hin, dass hier die offene Seite ist und dass man das Cover hier sieht wie ein Schmuckstück im Regal. Die Größe gefällt mir mega. Also ich bin wirklich super zufrieden hier mit der Größe und ich bin auch super zufrieden mit den Kästchen hier drin, wie die auf und zu gehen und wie sie halt nicht auseinanderfallen. Also ich könnte das Ding hier nehmen und ich werde demnächst in den Urlaub fahren. Ich bin echt am Überlegen, ob ich diesen Vintage Holder Workbook, ob ich das Ding mitnehme. Weil bis auf diese Seiten hier oben, die sind natürlich jetzt ein bisschen gefährdet, wenn ich das Ding jetzt so mitnehme, das zu knicken. Aber alles andere da drin, das fällt halt nicht einfach nicht raus. Also ich kann das Ding echt schütteln, drehen, wenden. Voll geil. Es erfüllt seinen Zweck absolut und es hat, ja, ihr wisst jetzt, ich habe es schon mal gesagt, es hat mega Spaß gemacht, das zu basteln. Es hat auch noch mehr Spaß gemacht, das dann zu füllen und hier und da mal umzuräumen und damit zu arbeiten. Also ich benutze es wirklich ständig. Ich finde auch diese Versiegelung hier außen drum, die ist absolut optimal. Also ich habe das schon ganz oft angepackt und hin und her und Wusel. Es funktioniert, es ist stabil und fein. Also 100 Punkte dafür für mich selber. Nein, Eigenlob stinkt, ganz klarer Fall. Ich freue mich einfach drüber, dass das Ding so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, diese hintere Seite mit der, ich sag mal, diesem Faust-Cover, was ich da auseinandergenommen habe. Das hätte ich, glaube ich, nächstes Mal ein bisschen anders gestaltet. Oder die Seite hätte wahrscheinlich irgendeinen anderen Sinn, Inhalt bekommen. Nur ist das so, mit der werde ich jetzt leben. Der ganze Rest ist tippitoppi. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, das war's hier mit meinem Throwback. Ich hoffe auch so ein kurzes Video mit ein bisschen Gequatsche von mir, ohne Gebastel, hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr mal, wie ich sowas, was ich gebastelt habe, auch wirklich im echten Leben fülle, anwende, ständig zur Hand nehmen. Das ist nicht nur so ein Ding, was ich für die Kamera gemacht habe, sondern das habe ich für mich gemacht und dann euch gezeigt. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich darauf Reaktionen von euch bekomme. Ich freue mich über Likes, über Kommentare und auch über Abonnenten. Ja, ich habe schon die Anfrage bekommen von ein, zwei Leuten bei Facebook und auch hier bei YouTube, ob ich das nicht mal als wirklich Tutorial machen kann. Ich habe schon mal vorsichtig gesagt, ja, könnte ich wohl machen. Allerdings in der kalten Jahreszeit, weil das Ding hat wirklich viele Stunden Arbeit gekostet und viel Hirnschmalz. Gut, das Hirnschmalz habe ich jetzt schon mal verbraten. Da könnte ich so ein Buch nochmal gestalten, nochmal machen und euch dabei mitnehmen. Ja, möglicherweise ist das ja auch eins, was man mal bei Etsy einstellen kann. Also wenn euch sowas interessiert, wenn ihr sowas, sag mal, nicht unbedingt selber basteln, aber gerne haben wollen würdet, gebt mir doch mal einen Hinweis, weil ich habe nicht viel Lust, irgendwie so, keine Ahnung, wie viele Stunden habe ich dafür gebraucht, bestimmt 10, 15 Stunden für alles drum und dran. Habe ich nicht so viel Lust, sowas zu bauen und es dann nicht mehr selbst zu benutzen, weil ich habe hier einen, ne? Also davon braucht man nicht unbedingt fünf, sondern ja, wenn jemand anders sagt, Mensch, hier, ich hätte da schon Bedarf oder ich hätte da schon Spaß dran, dann können wir ja mal drüber sprechen. Als Tutorial basteln werde ich bestimmt mal einen. Rechnet mal damit so Richtung Ende des Jahres. Ich muss so ganz grob sagen. Gut, genug des Laberns. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich freue mich auf eure Reaktion. Dann sage ich mal, bis demnächst in diesem Kino.